Und wir wechseln noch einmal zum Hochschulbereich, zum Wirtschaftsministerium, mit meinem letzten Interviewpartner Wolfgang Kehl, der uns gleich nochmal zum Thema Förderung, Förderrichtlinie im Bereich Hochschule, nochmal kurz einen Überblick gibt und uns nochmal an die schönen Zeiten in der Schule erinnern und beim Studium. Ja, vielen Dank. Wir beide stehen jetzt zwischen dem Publikum und der Mittagspause. So ein noch bisschen, nicht ganz, noch nicht aber ganz, fast. Aber das verpflichtet natürlich. Bildung ist ein ganz wichtiges Thema im Rahmen des ESF. Das haben wir heute schon ein paar Mal gehört. Wir haben auch den Kollegen Rebs jetzt eben gehört mit der frühkindlichen, der schulischen, ein Stück weit auch der beruflichen Bildung. Dazu gehört natürlich auch der tertiäre Bereich, die Hochschulbildung. Und da setzen wir dann an. Um es jetzt nochmal in der ganz formellen Begrifflichkeit auch der EU zu nennen, uns geht es um die Ausschöpfung der Bildungspotenziale im Hochschulbereich. Da haben wir schon seit der vorletzten Förderperiode drei durchaus bewährte Fördergegenstände, die wir auch in der neuen Förderperiode wieder weiterführen wollen. Ein Stück weit entlang der des Lebenszyklus des akademischen Nachwuchses. Es geht erstmal darum, dass wir die jungen Studierenden erfolgreich durch das Studium bringen. Und zwar ganz konkret mit innovativen Projekten der Hochschulen zur Steigerung des Studienerfolgs. Ich betone hier den Begriff des innovativ, denn die Hochschulen haben selbstverständlich auch Gesamtkonzepte zum Studienerfolg. Und wir haben uns gesagt, wenn wir jetzt ESF-Geld in die Hand nehmen, wollen wir etwas Besonderes machen und dann auch mal durchaus innovative, neue Konzepte dort umsetzen. Tutorenprogramme gibt es immer wieder. Wir wollen da ein bisschen mehr machen, das gebe ich den Hochschulen auch gerne mit, dass wir den Begriff innovativ hier sehr, sehr hoch hängen wollen. Dann ist das Studium beendet. Wie geht es dann weiter mit der, den erfolgreichen Absolventinnen und Absolventen? Manche gehen direkt in die Wirtschaft, in den Beruf, andere wollen noch ein bisschen mehr machen, auch um nicht unbedingt sich, nicht nur sich, und sondern auch die Region voranzubringen. Sie wollen promovieren. Dort wollen wir auch nochmal ein Stückchen ansetzen, indem wir den Prozess der Promotion unterstützen, entweder mit dem Ziel, irgendwann dann eine wissenschaftliche Karriere zu machen oder auch ganz konkret mit Industriepromotion, wo dann das Ziel ist, dass man dann seine Möglichkeiten, die man dann hat, hinterher in der Wirtschaft dann auch einsetzt. Das Dritte sind die schon erwähnten Nachwuchsforschergruppen, in denen wir versuchen wollen, Wissenschaft findet heute jetzt nicht mehr im stillen Kämmerlein statt, sondern meistens gemeinsam in Projekten, dass wir hier dann auch für die Zukunft der jungen Absolventen dann ihnen die Möglichkeit geben, sich hier in Nachwuchsforschungsgruppen dann ein wenig profilieren. Thematisch ist das ganz, ganz breit in Sachsen, um mal zwei Beispiele zu nennen. Wir hatten da in der letzten Förderperiode ein Projekt, weil das ganz gut passt zu dem, was die SMS jetzt eben vorgetragen hat, zum Thema Zukunft des Wohnens, insbesondere vor dem Hintergrund des demografischen Wandels, eine sehr interdisziplinäre, architektonisch, sozial, medizinisch zusammengesetzte Nachwuchsforschergruppe, die da gearbeitet hat. Oder mal ein ganz anderes Beispiel, wir sind eine sehr, wir haben eine sehr technisch organisierte Hochschullandschaft in Sachsen, aber nicht nur. Wir haben jetzt an der Musikhochschule eine Nachwuchsforschungsgruppe gehabt mit dem Ziel, einfach mal herauszufinden, was denn das Besondere an dem Klang der Sächsischen Staatskapelle ist. Die arbeiten da sehr erfolgreich dran. Und diese drei Dinge wollen wir auch Bereiche, Hochschulprojekte, Studienerfolgsprojekte, Promotionen und Nachwuchsforschungsgruppen, das wollen wir in der neuen Förderperiode umsetzen. Mhm. Ganz wichtig, ich wurde an der TU in Chemnitz promoviert, ist ganz wichtig, Hilfestellungen zu bekommen, dann wird das auch alles erfolgreich. Die Vorteile der drei Förderbereiche, gibt es Neuerungen, gibt es oder generell, was wird Ihnen gespiegelt? Ja. Nicht nur von mir, sondern eben auch von denjenigen, die Sie fördern. Ja, also Ziel ist natürlich die Ausschöpfung der Bildungspotenziale des Einzelnen, aber natürlich auch mit dem Ziel, wenn wir gut ausgebildete Leute haben, sind wir auch als Region besser aufgestellt. Und da gucken wir natürlich dann auch in die Wirtschaft ein Stück weit rein. Wir wollen Fachkräfte für Sachsen schaffen. Was ist neu? Frau Ihle hat eben gesagt, SMWK macht die bewährten
Fördergruppen wieder, aber auch Dinge, die bewährt sind, die kann man aktualisieren, die kann man ein Stück weit erneuern. Das haben wir dieses Mal auch gemacht. Und wir haben zwei, ich nenne es auch mal Buzzwords, die wir heute schon mal gehört haben, mehrfach auf Seiten der Kommission bei uns auf die Fahnen geschrieben. Das eine ist die europäische Säule sozialer Rechte, vor allen Dingen mit dem Fokus auf Gleichstellung in der Wissenschaft, also die gleichmäßige Partizipation am wissenschaftlichen Geschehen. Da haben wir uns wirklich sehr, sehr Mühe gemacht. Vielleicht ein kleiner Einschub. Wir haben, weil das wir dann eine Rolle spielt, ist nicht wir SMWK, sondern wir haben einen sehr übersichtlichen Kreis an Zuwendungsempfängern. Das sind die 14 staatlichen Hochschulen und die Berufsakademie, die auf dem Weg ist zu einer dualen Hochschule. Das war für uns sehr, sehr komfortabel, weil wir da den ganzen Prozess in der Vorbereitung der Richtlinie mit denen auch zusammen machen könnten. Wir haben in der Arbeitsgruppe das, was wir an Förderkonzeption jetzt da haben, mit denen da auch erarbeitet. Thema Gleichstellung, da haben wir uns sehr, sehr viel Mühe gemacht, weil es nicht einfach so reine Frauenförderung, das wollen wir nicht machen, sondern die Situation ist sehr, sehr unterschiedlich. In den technischen Bereichen sind die Frauen hinten dran, in anderen Bereichen, das habt ihr auch lernen müssen, etwa im Bereich der Kunstausbildung, sind die Männer ein Stück weit hinten dran, sodass wir da auch die Möglichkeiten schaffen, dass jeder Fachbereich, jeder Bereich an den Hochschulen, jeder Hochschulbereich dann auch ein eigenes Konzept machen kann. Was wir auch nicht gemacht haben, ist, dass wir einfach schematisch hingehen und sagen, na, wir machen einfach 50-50 in den jeweiligen Projekten, in den Studienerfolgsprojekten, bei den Promotionen jeweils 50% Männlein und Weiblein, bei den Nachwuchsforschungsgruppen. Nein, das haben wir dann ein Stück weit ausführlicher gemacht. Die Hochschulen müssen sich auch Gedanken machen, wo sind die Männer vorne dran, wo sind die Frauen vorne dran, dass man das so entsprechend umsetzen kann. Der zweite Punkt, auch das ist von Marc Lemaitre eben schon erwähnt worden, ist die Dachstrategie der EU, der Grüne Deal. Und da sagen wir, das beschränken wir jetzt. Klima, Energie ist ein ganz wichtiges Thema, aber Grüner Deal ist noch ein ganzes Stück mehr, hat soziale Aspekte, wirtschaftliche Aspekte, dass wir gesagt haben, bei den thematischen Festlegungen in den zwei Förderbereichen Promotion und Nachwuchsforschergruppen wollen wir den Grünen Deal, die Ziele des Grünen Deals, die Bereiche des Grünen Deals ganz, ganz hoch halten. Das sind die zwei Themen, die wir jetzt ganz neu und auch ganz, ganz stark in die neue Richtlinie bringen wollen. Prima. Also auf der einen Seite flexibel und Anpassungen vor Ort und auf der anderen Seite aber auch das, was uns im Moment in der Gesellschaft bewegt, dass man das integriert. So ist es. Vielen Dank, Herr Kill, für den kurzen Überblick und Einblick in die Förderung im Bereich Hochschule. Danke. Danke Ihnen.